Hallo, es geht weiter mit Fire Emblem Radiant Dawn und wieder Story wie immer. Erfolgreich zerstört der Plan von General Zelgius Moral und Energie der Lagus-Truppen. Skrymir lässt sich von Zelgius zum Zweikampf fordern und kommt nur knapp mit dem Leben davon. Nach Skrymirs Niederlage wird die Allianz der Lagus von einer Welle aus Zweifel und Angst erschüttert. In dem Bewusstsein, dass die Lage sich gegen sie gewendet hat, ordnet Ranulf den Rückzug an. Die Lagus nutzen die 3 Tage Bedenkzeit von Zelgius und beginnen ihren langen Marsch über den Riban und zurück nach Gallia. Oh, das ging flott. Yo. Wie es aussieht, haben wir wohl verkackt. Rückzug steht jetzt an. Mal schauen, wie das läuft. Schloss Garros in Binion. Hey, hast du gehört? Die Halbmenschen ziehen sich zurück. General Zelgius ist unglaublich. Solange er das Kommando führt, muss Binion nichts fürchten. Meine Herren, jetzt ist nicht die Zeit für müßiges Geschwätz. Nun ja, wenn ihr jedoch General Zelgius loben wollt, so ist das wohl gestattet. Immerhin ist er das Rückgrat unseres Heeres. Das stimmt. Solange er unser Anführer ist, müssen wir uns vor keinem stinkenden Halbmenschen fürchten. Oh ja, immer diese stinkenden, ekelhaften Halbmenschen, ja. Oh Mann. Diese unverbesserliche Narr. Ich fasse es nicht, dass er nur einen Halbmensch tötet und dann die Schlacht beendet. Wer hat ihm einen derartigen Befehl erteilt? Ein solch belangloser Sieg ist meiner nicht würdig. Ich verstehe voll und ganz, mein Lord. Ich hoffte, dies sei das Ende der Halbmenschen ein für alle Mal. Aber davon abgesehen, können wir ihn wirklich dafür bestrafen, dass er die Schlacht gewonnen hat? Nein, ihr Narr, das macht die Angelegenheit um einiges ärgerlicher. Zelgius und die Hohepriesterin verhöhnen den Senat. Die stellen für Binion eine noch größere Bedrohung dar als diese schmutzigen Halbmenschen. Mein Lord, erlaubt mir, mich dieser misslichen Angelegenheit anzunehmen. Ich werde mich auf das Schlachtfeld begeben und Binion den Sieg bringen, den es verdient hat. Zugegeben, das hört sich wundervoll an, aber befahl Zelgius nicht allen Truppen, die Waffen für 3 Tage ruhen zu lassen? Wer hat hier das Sagen, mein Lord? Seid ihr an Zelgius Befehle gebunden? Ha, ich verstehe, was ihr meint. Dann werde ich alles euch überlassen. Macht Binion stolz, Lord Lombroso. Oh shit. Richtig, richtig krasser Dude hier, dieser Arsch. Punkt. Schloss Celiora in Binion. Aha. Ranulf zieht sich zurück. Tiban und seine Männer holen Informationen über Zelgius' Truppen ein. Bevor er ging, bat mich Tiban, euch nach Gallia zu bringen. Dort seid ihr sicher. Seid ihr bereit zum Aufbruch? Nein, ich werde bleiben. Ike, ich werde diesen Ort nicht verlassen. Raisin, bitte. Ich lebe seit 20 Jahren mit dem Clan der Falken. Er ist meine Familie. Ich werde bleiben und kämpfen. Da ich euch anscheinend nicht umstimmen kann, ihr dürft euch uns gerne anschließen. Greys Söldner dürfen so lange bleiben, wie sie wollen. Denn wir stehen in niemandes Brot und Lohn. Wir sind frei und unabhängig. Oh yeah. Ike, vielen Dank. Yes. Good guy Ike. Crazy dude. Super nice. Oh, okay. Es geht gleich weiter mit Darahan. Und 3 Sterne. Okay, was willst du denn? Wollt ihr etwas von mir, fruchtloser Anführer? Ich hatte angenommen, dass ihr schlaft. Das tat ich auch. Bis ihr auf 50 Schritte an mich herankam. Schön es euch, an unserer Seite zu kämpfen? Eigentlich nicht. Solange ich etwas schlafen kann, ist mir ganz egal, wo ich bin. Was kann ich für euch tun? Seitdem ihr euch uns angeschlossen habt, wollte ich euch schon nach Chill fragen. Das letzte, was ich gehört habe, war, dass ihr zusammen mit ihr eine Art Lieferservice betreibt. Wie kam es dann, dass man euch in Grimea antraf und ihr nun hier seid? Ich habe unterwegs angehalten, um mich ein bisschen zu amüsieren, das ist alles. Wie geht es denn Chill? Ich weiß nur, dass sie wieder in Armeedinge verwickelt ist und für die Befreiung von Dain kämpft. Interessant. Und solltet ihr nicht vielleicht nach Dain zurück können und sie dabei unterstützen? Sie ist ein großes Mädchen, sie braucht niemanden, der ihr immer auf die Finger schaut. Chill kann tun, wozu sie lustig ist. Aber eins verstehe ich nicht. Ich dachte, ihr zwei,
Ihr wisst schon, er lebt unter demselben Dach und so. Sie ist die Tochter meines toten Lehrers, weiter nichts. Hey, wenn ihr meine Anwesenheit hier nicht wollt, dann sagt es einfach, in Ordnung. Nein, so ist es nicht. Auf dem Schlachtfeld seid ihr unersetzlich. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr hier seid. Gut. Ich mag eure Söldnergruppe. Hier ist jeder recht locker und wir haben alle dasselbe Ziel. Benion niederzuschlagen. Das stimmt. Naja, hast das? Ich werde noch ein bisschen schlafen, bis wir uns formieren. Weckt mich bis dahin nicht. Kein Problem. Ey, wartet. Hm? Seht ihr die Tasche auf meinem Vue von dort? Darin ist ein Andenken für euch. Ihr könnt es ruhig nehmen. Ein Andenken? Es ist nur eine Kleinigkeit. Ihr müsst mir also nicht danken. So schnell eingeschlafen. Was für ein seltsamer Typ. Boom, und wir haben einen Abtrag bekommen. Ist gar nicht so geil. In den seltensten Fällen überhaupt irgendwie von Nutzen. Sword, glaube ich, kann beim Anwender die Haltbarkeit der ausgerüsteten Waffe entsprechend des Levels des Anwenders reduzieren. Also, dass die Waffen vom Gegner schneller kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob das auch für so diese Mega-Fernkampf-Magie gezählt, weil dafür wäre es allerhöchstens nützlich, aber sonst, nee, nicht wirklich. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch ein bisschen rum. Moment, Segen? Ah, nur fürs Sirenes, okay. Wir können hier mal gucken. Wir könnten Pein nehmen von Mordecai. Wird uns nicht lange viel irgendwie was bringen, aber wir könnten ja mal schauen, ob wir das irgendjemand geben können. Und Blitzklau gibt es ja auch, aber das ist vermutlich nur genau für Laguz. Ich leg's trotzdem mal ab. Moment, Löwen, Tiger, Katzen und Wölfe, okay. Kann er indirekt gegen abhängig von. Kann? Was sind das für Abkürzungen, Mann? Ich nehm's mal ihn weg. Wir benutzen ihn sowieso nicht, aber vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder zu unserem coolen anderen Wolf vom ersten Kapitel. Wer weiß. Dann können wir es da benutzen. Aber sonst. Ich meine, wir könnten dir Reizen geben. Du bist ein Tank. Aber. Wem geben wir Pein? Wer ist stark genug, um Leute wegzuboxen? Eigentlich haben wir da nicht allzu viele. Neffene. Können wir. Ja, wir geben Neffene mal Pein. Wird nicht allzu oft nützlich sein, aber hey. So. Wie sieht's aus? Der Item Shop ist immer der interessanteste. Wodau. Nicht schlecht, aber. Nevermind, wir haben einfach nicht viel Kohle. Das ist unser Problem. Und ich werde hier auch nicht allzu lange brauchen, um uns vorzubereiten hier. Weil wir können uns einfach nicht viel leisten. Und wir haben ja auch nicht allzu viel ausgegeben, von dem her ist es. Allzu viel Waffen benutzt, von dem her ist es in Ordnung. Du könntest eigentlich noch eine Fernkampfpflanze benötigen. Die werde ich vielleicht noch kaufen. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Dir sollte ich noch. Ja, ich habe hier halt. Okay, Darahan, eine gute Axt. Du eine Fernkampfpflanze. Und sonst war es das soweit. Hier für ihn eigentlich auch. Schauen wir mal. Wir brauchen einen Langspeer für Neffene. Und dann holen wir uns noch eine super wunderbare Axt, eine Stahlstabaxt zum Beispiel für Darahan. Und dann nehmen wir noch eine, meinetwegen eine Eisenstabaxt für unseren Brom. Und dann sollte es, glaube ich, soweit ganz in Ordnung sein. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Ich muss noch ganz kurz schauen, was es hier sonst noch gibt. Nichts Spezielles, weil in dem Fall. Ja, was ist? Hier ist noch ein Ballester. Ist recht krass tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jeder normale Bogenschütze benutzen kann, aber die haben halt eine krasse Kraft und die haben auch kein Waffenlevel. Für solche Einheiten wie Boyd, die, wenn sie sich entwickeln, sowas benutzen können. Aber jetzt noch nicht. Ist das ganz cool. Aber für uns erstmal nicht so wichtig. So oder so, wir sind jetzt fertig. Und das Einzige, was ich noch schaue, ist für Bonuserfahrung. Wenn wir hier was verteilen können. Sinnvoll verteilen können, weil eigentlich. Wir könnten ihn. Nein, wir wollen ihn nicht 2 Level hoch machen, weil er hat ja Blüte. Ich glaube, wir belassen es hierbei erstmal. Wir könnten Alja theoretisch hochleveln. Das wäre eine Idee. Oh. Ich bin falsch. Ich wollte zur Erfahrung. Wir können Alja hochleveln.
Aber das kostet halt auch. Ich meine, wir haben ja sonst niemanden, wo wir das geben wollen, oder? Ich würde auch tatsächlich gerne mal mit ihr ein bisschen mehr Waffenlevel hoch haben. Wobei an sich ist es egal. Na gut. Ich glaube, wir speichern, obwohl ich schon gespeichert habe, und dann geht's los. In das nächste Kapitel, welches ich eigentlich ganz cool finde. Ey, kommt nach draußen, schnell, begegnen uns am Hesem Anmarsch. Was? Oh ja. Mhm. Überall Leute. Shit. Was hat die hier zu suchen? Noch sind keine 3 Tage verstrichen. Das scheint sie nicht zu interessieren. Sie wollen das Schloss zurück. Gehören wir nicht, greifen sie an. Sie haben wohl darauf gewartet, bis der kleine Falken und die Krieger aus Gallia das Schloss verlassen haben. Ach, sie meinen wohl jetzt, da wir allein sind, könnten sie uns überrumpeln, was? Sie haben wohl keine Ahnung, mit wem sie es hier zu tun haben. Zeigen wir ihnen, was es heißt, sich mit Grey Söldnern anzulegen auf eure Position. Wir machen sie fertig. Oh ja. Jetzt geht's los. Dieses Mal können wir sogar 16 Leute mitnehmen. Mehr als wir tatsächlich brauchen an sich, oder? Heather, also wenn wir... Wenn Racen, nehmen wir mit. Aber sonst, ja. Wir können Heather noch mitnehmen, Riss zum Heilen. Und die drei hier, die lasse ich mal komplett weg, wobei er vermutlich trotzdem tanken könnte. Eine 24 Verteidigung, 11 Resistenz. Ja, und da ist er schon besser mittlerweile. Was ich gut finde. Ja, hier kann man sehen, die sind weg. Sonst ist es, glaube ich, ganz in Ordnung. Es ist eine Verteidigungsmission. Wir müssen 10 Runden überleben, ohne den Boss besiegen. Der sich irgendwo befindet, bestimmt. Keine Ahnung. Schauen wir erstmal, was die so dabei haben. Hier ist einer mit Meteor, ja. Gefährlich. Das ja. Hier. Es wäre auch cool, wenn wir ihn kaputt bekommen, denn der Dude hat einen Energietropfen. Super nice. Ist nur die Frage, wer ihn kaputt bekommt. Wir sollten natürlich nicht zu schnell voran und dann. Oh, Rittertod, Würmtöter. Egal, was wir nach vorne schicken, eine Einzelperson wird es nicht hinbekommen. Jedenfalls kann man da eine gute Waffe bekommen. Aber sonst, der Rest hat, glaube ich, nicht allzu krasse Sachen. Heilmittel war da gerade. Können wir klauen, theoretisch. Noch ein Heilmittel. Ja. Ja, das wird nicht so einfach. Wir müssen das Ganze verteidigen. Wir haben hier Platz für 2 Personen. Hier rechts müssen wir. Im schlimmsten Fall auch nur 2 Personen hintun. Hier 2 Personen, hier 1 Person. Oder hier und hier. Aber dann kann halt einer hoch und wir haben den Vorteil nicht. Und hier 2 Personen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Personen sollten wir mindestens hier hinstellen können. Das wäre super nice. Und hier in die Mitte sollten die Personen hin, die am tankigsten sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass Titania und Oscar hier gute Arbeit leisten können. Außerdem haben wir eine andere coole Sache. Der gute Rolf kann nämlich hier die Ballisten benutzen. Er ist aber auch der Einzige, der bei uns die Ballisten benutzen kann. Shinon ist... haben wir nicht dabei. Wir könnten ihn mitnehmen, einfach so, um zu schießen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Verschwendung. Ike muss hier nur verteidigen. Ich weiß nicht, ob ich ihn da überhaupt stehen lassen will. Ich sehe da keinen Grund. Ich werde mich mit ihm bewegen noch. Und Brumm kann theoretisch einfach sich hierhin bewegen. Daranhan kann auch hier rechts verteidigen. Der hat sogar eine Fernkampfwaffe. Dann können wir nämlich Nevin hier nach links schicken. Und sie auch. Sie hat eine Windschneide. Sie wird nicht mega lange halten. Hier sind dummerweise... Wenn ich so drüber nachdenke, werde ich mich umentscheiden. Wir machen das so. Denn Brumm hat ja Fernkampfäxte. Dann kann er was gegen die hier machen. Wir brauchen hier 2, dann brauchen wir hier noch 3 Leute. Das wird problematisch. Es wird problematisch. Oh. Ich bin am überlegen, hier rechts alles einfach ihn machen zu lassen. Er hat auch Lanzen, von dem her. Dann kann ich sie noch links schicken. Alia ist da zum Heilen. Sie ist da zum Stehlen. Vielleicht schicke ich ihn direkt nach unten, den Rolf. Wobei, ist erstmal egal. Ah, sie kann hierhin. Ich meine, die Leute, die können sich hier natürlich nicht wehren. Wenn wir hier jemanden hinschicken, dann können die hier schon mal nicht hoch.
Und wenn mal jemand nach oben angreift, dann ist die Trefferchance winzig, aber sie kriegt halt trotzdem viel Schaden im Pechfall. Von dem her müssen wir mal schauen. Ja gut, wir müssen uns einfach beeilen. Ich denke mal, das passt aber. Wobei, wisst ihr was, ich nehme tatsächlich... Nee, ich nehme niemand mit. Das ist niemand von denen da unten. Oder ihn. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir doch noch hier damit rumschießen sollten. Und das war's dann. Allgemein bin ich ein großer Fan von so Verteidigungsmissionen. Ich mag die irgendwie, ich weiß nicht warum. Und man kriegt hier auch die kompletten Bonuserfahrungen, wenn man es geschafft hat. 4000 insgesamt. Also ja, nicht schlecht. Ich hätte doch noch Gazrian mitnehmen sollen, ihn einfach hier draufstellen sollen. Aber egal. Gehen wir mal mit Ike voran. Der kann nämlich hier links mithelfen. Wobei, schauen wir mal. Machen wir erstmal den hier. Du, 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 du. So, mit Feuer, du wartest. Wir sollten hier auf jeden Fall noch jemand hinschicken. Sonst könnte das problematisch werden. Die können hier unten verteidigen. Die könnten theoretisch einfach zu zweit auch hier und hier stehen. Die sind tanky genug. Oder ich schicke sie dahin. Jedenfalls werde ich auf jeden Fall erstmal Titania hier rüber schicken. Und ihn. Ich denke mal, die werden hier gut aufräumen können erstmal. Bin ich so voran? So. Nee, die kommen so weit. Ich gehe. Ich verteidige einfach hier. Habt ihr Fernkampfwaffen? Nope. Gut, dann musst du auch kein Langschwert benutzen. Und du machst du hier bereit mit einer Stahlachse, warum nicht? So, du verteidigst hier. Hier wird eh gerade niemand hinkommen. Will ich? Pass auf. Du hast Donner noch nicht gemaxt. Okay, perfekt. Dann rüst du einfach Donner aus. Und jetzt mal schauen. Ja. Jetzt mal schauen. Du bist... Ich denke mal, ich schicke sie dann hier hin. Ich nehme auch eine Windschneide. Dann kann Neffene hier helfen. Und dann muss Brumm erstmal hier oben beschützen. Wurfball. So, also wir hier schon mal safe. Und der kann hier zwar hoch, aber die beiden werden das vermutlich recht gut hinstecken. Wegstecken. Und kann Rüst hier zum Heilen hingehen. Ah, ich hätte ihm vielleicht noch einen extra Heilstab mitgeben sollen. Na gut. Passiert. So, da muss eigentlich links Ike nicht hin. Rechts sieht's bisschen fieser aus. Dann schicke ich ihn hier hin. Und lass auch gleich ihn hier. So. Lass sich nochmal bewegen. So, dann können wir nämlich hier alles in Ruhe beschützen. Du hast einen Wurfball, dann schicke ich dich hier oben hin. Wobei ich lieber die Lanze ausrüste. Und dich hier hin. Dann sind wir hier auch perfekt. Verteidigt. Sieht doch gut aus, oder? Ich bin happy. Ich habe nicht immer so viele Einheiten, trainierte Einheiten zum Beschützen. Dann könnte ich mit dir theoretisch noch hier umschießen und ein bisschen vorschwächen. Zum Beispiel den da. Oder auch nicht. Zack. Oh yeah. Dann müssen wir uns eigentlich um dem gar keine Sorgen machen, wenn wir ihn jetzt kaputt machen. Ist die Frage, wollen wir? Ja, warum nicht? Der Rest ist so tanky. Ich glaube mal, das sind so die perfekten Opfer für Ballisten. Und mehr XP für Rolf, was immer gut ist. Zack. Level up. Mal schauen, was Blüte so Tolles bringt. Immerhin Stärke. Immerhin Stärke. Ich weiß ja nicht, das war jetzt nicht das geilste Level up. Dafür, dass es Blüte ist, aber hey. Ich glaube, ich habe nicht viel gesehen zum Klauen. Also werde ich sie einfach hier hin tun. Falls mal irgendwelche fliegenden Einheiten kommen, dass die nicht direkt durchkommen. Und ich denke mal, das ist ein Plan, oder? Ich denke, das ist ein guter Plan. Ha! Ihr könnt ihm gar nichts. Was denkt ihr denn? Seid ihr doof? Er hat mal eingeschissen. Ihr kriegt eh nichts hin. So. Jo. Noch ein schöner. Schon ein paar Magier kommen auch noch hergeschissen.
Ja, Lanze gegen Lanze ist in Ordnung. Und Oscar, oh, Oscar ist ja mittlerweile auch ziemlich krass. Finde ich gut. Und die stellen sich da einfach hin wie nett. Das ist ja wundervoll. Das ist ja richtig, richtig gut für uns. Ah, nicht schlecht. Gut. Also, da schon mal uns keine Sorgen machen. Ich meine, die hier sind so tanky. Im Notfall kommt Alja her. Und dann können die hier trotzdem noch angreifen und ein paar Schritte nach vorne gehen. Oh, und da lässt sich auch noch eine von unserer Magierin besiegen. Super. So, wunderbar. Dann schauen wir mal. Hier können die Leute halt hoch. Das ist ein Problem tatsächlich. Aber das sind momentan nur solche. Also das ist eigentlich sogar fast in Ordnung. Zack! Das ist eigentlich in Ordnung. So. So, Ballista. Den kriegen wir nicht kaputt, aber... Haha! Mehr Kills für Rolf! Juhu! Ja. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, dass wir Blüte bei ihm drauf haben, weil er hat halt so viele Sachen schon fast gemaxt. Geschwindigkeit fast, Fähigkeit ist schon recht weit. Ob es nicht schlauer wäre, ihn so leveln zu lassen. Ich glaube, ich lasse hier noch Blüte drin, versuche noch ein Level hinzubekommen, nehme dann beim nächsten Kapitel Blüte raus. Oder sobald wir ihn halt benutzen können wieder. Und dann vielleicht noch ein paar Bonus-XP geben. So. Dann kannst du... Ja, Wie machen wir das? Ich will ja keinen Kill nehmen, tatsächlich hier. Eigentlich nicht. Ich greife einfach mal dich an. Hier wäre es okay, wenn du grittest, weil der Typ wird nervig sein mit seiner Armbrust. Ich glaube, ich schicke Rolf... Schicke ich ihn gleich nach links? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Die Balliste wird nicht so viel machen. Hier, so mega viel. Er wird eher so zum Schwächen da sein. Also, er kann hier vermutlich besser nützlich sein. So. Oh, die Unterstützung kriegt man hier auch. Perfekt. Zack, zack. Wunderbar. So. Soren kriegt hier auch noch was. Oh, nevermind. Noch nicht ganz. Bin am überlegen, mit Brom einfach nach unten zu gehen, weil hier nur solche Leute sind, die ihm eh nicht tun können. Und du wirst nicht hochkommen, oder? Ja. Ich denke, das hört sich gut an. Dann machen wir das so. Ja, komm schon. Du greifst uns doch an dann, oder? Und rennst nicht weg und heißt dich. Das wäre doch ein richtiger Weichei-Move. So. Also, läuft ganz gut. Überraschend gut sogar. Nicht schlecht. Und sie doppelt endlich mal. Auch wenn es nur eine fette Einheit ist. Aber das macht mich auch happy. Sie ist nicht mehr super mega langsam. Oh. Boom, jetzt haben wir auch Donner auf Stufe S. Wunderbar. Wie sie halt immer noch Stärke gemaxt hat. Aber dadurch wird sie immerhin hier das Gewicht von den Sachen hier nicht negativ, von denen negativ beeinflusst, was auch eine gute Sache ist. Was bist du denn für einer? Dann machen wir das. Wie machen wir das? Ich glaube, dann machen wir das ganz einfach so. Das ist meiner. Zack! Ha! Krieg sogar Level ab. Wunderbar. Und was levelst du? Glück, Verteidigung, Resistenz. Ich glaube, das ist voll gut, denn sie hat Stärke schon. Okay, okay. Und Geschwindigkeit und Fähigkeit ist auch sehr weit. Das ist okay. Ich glaube, ich bin am Überlegen. Ja gut. Nee. Mit Bonuserfahrung die Level ups zu machen, bringt nichts, weil sie nicht so viel gemaxt hat. Aber egal. Als nächstes du. Ich möchte es nicht zulassen, dass er uns angreifen kann. Ich kill ihn damit. Weil jetzt könnte es sogar ein bisschen doof werden, wenn die zu viel abbekommen. Die Trefferchancen sind niedrig, aber wenn sie treffen, ist gefährlich. So, weiter geht's. Ja gut, die hier. Von denen habe ich ja gar keinen Schiss. Tschüss. Zack. Erledigt. Ja gut. Mach mal. Kill mal. Ich möchte Ike gerne auf Level 20 haben. Einfach um ihn bereit zu haben, wenn es denn mal soweit ist. Es wird noch eine Weile dauern. Wir werden noch Zeit haben, ihn zu leveln, von dem her keine Sorge. Aber man kann nicht wissen. Wie viele Fernkämpfer hier sind hier? Gibt es hier auch welche, die tatsächlich. Ja, gibt's. Mann. Wir brauchen ein Purgativ. Wir brauchen einen Purgativ. Wobei sie auch aus der Entfernung ergreifen könnte. Ich stell sie mal in die Nähe.
Und... Ja, gut. Dann machen wir das so. Und ich muss auch überlegen, wann ich nach unten will. Narren, begreift ihr nicht, dass wir in der Überzahl sind? Ihr habt euch mit den Laguts verbündet und das Imperium verraten. Der Senat wird glücklich sein, euresgleichen tot und begraben zu wissen. So, easy. Zack. Oh, ich hätte mit Aya nicht weggehen sollen. Das wäre ein potenzieller Kill für sie. Ich weiß nicht, ob ich ihr XP geben will. Ach, eigentlich schon. Sie braucht halt auch Waffenerfahrung, falls ich sie tatsächlich noch verwenden möchte. Weil sie kann tatsächlich auch den Doppel-S-Rang mit dem Schwert bekommen, was nicht einfach wird, aber es ist möglich. Daneben bitte. Danke, auf die Entfernung. Mach ihn kaputt. Zack, zack, wunderbar. Sehr gut. So, gefährlich. Okay, okay. Der wäre auch Angriffsbereit. Okay, er rennt weg, vergiss es. Vergesst es, nichts für Alja. Ja gut, berittene Einheiten, immer gerne mal nervig. Ja gut, dass der abbaut, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir könnten ihn mit Shinon töten oder mit Rolf zurückgehen. Aber ich glaube, ich habe Rolf gerne links. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und vorsichtig, jetzt kommen auch solche Leute her. Mit Waffenvorteil. Ja, ist ja, also hier merkt man wieder eine Sache, die ganz offensichtlich ist. Also in Radiant Dawn gibt es wirklich sehr große Gegnermassen teilweise. Das ist richtig krass. Ha, easy. Also da gibt's, es wird noch riesige Maps geben mit unglaublich vielen Gegnern und so. Oh, hat der nicht Vorteil sogar? Ne, vielleicht, keine Ahnung. Zack, mach ihn bitte kaputt einfach. Fast. Kill ihn! Ich meine, wird sie doppeln? Ne, okay, er ist ein Bogenschütze. Also, Illyana, zeig mal. Zeig mal. Keine Magie. Hast du Magie gemaxt schon? Ich weiß nicht, aber Geschwindigkeit hoch ist super nice. So. Easy. Es reicht sogar. Wunderbar. Wunderbar, Musik auch. Ja, das habe ich schon fast erwartet. Au, hey, Drecksack. Was fällt dir ein? Und Verstärkung kommt auch noch hinterher. Ja, das war nicht alles. Noch lange nicht alles. Jetzt können wir mal schauen. Wollen wir? Wollen wir mit ihr hier jemand killen? Sie kriegt ihn sogar. Das mache ich. Das mache ich. Zack. Erledigt, Kollege. Sie kriegt nicht mal ein Level ab. Das ist so traurig. Na gut. Wie viel Fernkampf habt ihr? Nicht viel. Wunderbar. Dann machen wir das Ganze so. Mit einfach einer Stahlaxt. Zack, zack. Ach ja, genau. Die beiden sind sogar im, hier. Die unterstützen sich sogar. Die Tanya und Alja. So, noch besser. Noch besser. Ja, ich bleib beim Langschwer, um aus der Entfernung anzugreifen. Der da hier wird halt richtig gefährlich. Ich schwäche ihn mal vor. Wenn es nicht so viel bringen wird. Sie kann jetzt anfangen, ihre Feuermagie zu benutzen. Donner hat sie ja auch schon weit genug hoch. Man kriegt nicht so viel XP. Die hat Elite. Das könnten wir auch noch jemand anderen geben. Wir könnten Elite und Dingens jemanden geben, Blüte. Wobei man da halt 35 freie Punkte braucht, was nicht so einfach ist. Ach, noch eine Langschwer. Machen wir das mal so. Du könntest daneben hauen, ich hoffe es nicht. Zack, zack. Dann kannst hier erstmal hier die Heilung. Wunderbar. Ich glaube, ich muss mit Brom wieder nach oben. Oder ich will mit Brom nach oben. Ganz hier hin. Und jetzt haben wir hier auch kein Problem mehr. Easy, sage ich da nur. Oh, als ob. Als ob das nicht. Okay, dann machen wir so.
Er lässt sich halt gleich wieder hochheilen. Mal schauen. Ich werde mit Shino angreifen und versuchen, den Heiler zu killen. Und mit dir gehe ich jetzt erstmal hoch. Weil ich habe keine Lust auf die bösen Magier. So, hier. Komm schon. Zack. Und. Nein! Komm schon, lass dich stoßen. Danke. Wunderbar. So. Wir haben ja auch noch Wonne. Ich weiß gar nicht, was Wonne macht. Ich glaube, das verbessert den Biorhythmus. Die Sache, auf die ich eh nie achte, weil ich nicht gut bin. Stimmt hier irgendwo dran? Keine Ahnung, müssen wir das nächste Mal, glaube ich, nachschauen einfach. So oder so, der Kollege kann endlich weg. Blöder Heiler, weg mit dir. Ekelhaft. Zack, zack. So. Ja gut, die hier haben eh absolut kein Problem. Es ist Ike und Co. vernichten mit ihren unglaublichen defensiven Werten und nicht nur defensiv, offensiv, defensiv, alles schaut sich der Kollege an. Also, ob, dem fehlt doch Geschwindigkeit. Dann hat er die wichtigen Stats erstmal gemaxt. Überrascht mich aber auch absolut nicht. Ich. Ja, mach mal das so. Wenn ich das schon nicht doppel. Daran hat er als einziges noch das Problem, dass er gerade nicht wirklich schnell ist. Oder seine Äxte sind zu. Er ist mit den Äxten zu langsam, keine Ahnung. Oh, das ist keine gute Idee gewesen. So anzugreifen, Magier. Du bist tot. Fast. Verdammt. Zack, zack. So. Ach, da unten ist noch ein Heiler. Ja, die werden halt jetzt alle abhauen. Das ist so das Nervige an denen. Wir wollen die XP. Yo! Titania vernichtet halt. Okay. Zack. Zack. Ja gut. Boah, uns Einheiten sind wir Level recht weit auseinander. Aber es ist halt einfach so. Es gibt halt Einheiten, die können so einfach leveln im Vergleich zu den anderen. Vor allem so Berittene und sowas. Die haben es da echt einfach. Magier haben es dann wieder schwer, weil die will man ja nicht in Gegnermassen drin stehen lassen. Wenn man nicht gerade einen Dunkelmagier mit Nosferatu hat. Ja, ja. Ich kann nur sagen, ich bin so froh, dass ich die Animation aus habe, weil das braucht ja jetzt schon ewig. Das braucht jetzt schon ewig. Jetzt ratet, überlegt mal, wie lange es dauern würde, wenn das nicht so wäre. Das würde ja ewig dauern. Okay, zum Glück sind wir auf der linken Seite aufgetaucht. So, na gut. Magier, von wegen, zack. Nichts einfacher als das. So, ich würde halt am liebsten ihn hier haben. Ich meine, hier von der Seite kann hier vermutlich gerade eh niemand hoch. Darum kann ich hier auch wechseln. Und ihn schon mal hier hinstellen, auch wenn es jetzt noch nichts bringt. Ja, wir machen das mit einem Fatz. Danach können wir wieder direkt Sachen kaufen. Und die müssen hier alle nicht hochkommen. Das wird mich verwundern. Ja, wunderbar. Und dann kannst du... Ja gut, ich meine, wir können auch einfach so machen. So. Nächster Kill. Ha, nichts einfacher als das. Zack. Easy. Schönes Level up. Ich meine... Immerhin. Wir können besser sein. War ja gut. Kriegst du den kaputt? Fast. Er kriegt aber auch Schaden. Junge. Egal. So viele sind gerade nicht in der Nähe. Das ist nicht so schlimm. Und wir können da auch mit ihm stehen bleiben. Ich werde mit Titania ein Feld vorgehen. Okay. Ja geil. Wenn wir mit ihr ein Feld vorgehen, dass niemand hier Alia angreifen kann. Ist auch mal so. Ja, bleib du mal hier.
Nichts einfacher als das. Ike, noch ein Level Up. Ne, warten wir? Doch, wir haben schon ein Level Up gemacht, oder? Bin mir unsicher. Geschwindigkeit, na endlich. Und Resistenz auch nicht schlecht. Boah, richtige Maschine, ey. Kann nicht mal so viel verbessern, verbessert trotzdem viel. Krass. Und weg mit dir. So. Ja, schauen wir mal. Er hat noch einen Ballistenschuss. Wir könnten... Ja, kritte ihn. Schade, war nicht so wichtig. Jetzt mal schauen, Wonne. Hey. Erhöht Biorhythmus. Ja, genau. Das ist für den Biorhythmus. Ist gar nicht mal so schlecht. Also Biorhythmus beeinflusst, glaube ich, Ausweichchance und Trefferchance. Also irgendwie so. Von dem her ist es gar nicht so schlecht, das verbessern zu können. Ich hätte am Anfang darauf achten können, um vielleicht zu schauen. Habe ich nicht gemacht. Hätte ich wirklich machen sollen. Aber egal. Jetzt kriege ich wenigstens dich weg. Zack, zack. Der ist mir etwas gefährlich. Nicht, dass er da oben jemand erwischt. Und sonst... Was ist? So, ich bin noch am überlegen, wann ich die Leute vorschicke. Das mache ich dann vermutlich mit Titania und Oscar. Gehe ich mal von aus. Wir müssen vorsichtig vor dem Rittertod-Heini sein. Der ist böse, ne? Und dann könnten wir uns einen schönen Energietropfen holen. Das wäre natürlich wunderbar. Aua! Zack, zack, Kollege! Weiß gar nicht, wie lange das Eisenschwert oder was immer das war, er noch hält vom Ike. Ha, easy. Zack, zack. Ja, gut. Ja, das sind jetzt die ganzen Einheiten mit wenig Leben, die rennen halt jetzt zu ihren Heilern. Leicht nervig sogar schon fast. Oh, wunderbar, der wird nicht treffen. Ja. Theoretisch könnte man hier auch den äußeren Wall in Ruhe lassen, wenn man zu wenig Einheiten hat und die innere Stufen da beschützen einfach nur. Das ist so die Alternative, wenn man nicht genug Personen hat, weil da braucht man weniger. Wir können ja gleich mal nachschauen. Ich glaube, da braucht man nur 5 oder so oder 6 Einheiten. Auf jeden Fall sehr einfach machbar dann. Im Vergleich. Aber man hat halt weniger Angriffsflächen, wodurch die Gegner länger brauchen zu sterben. Wodurch man weniger XP bekommt im Endeffekt. Also hier ein hin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. 19, ja, 2 weniger. Ist okay. Na gut. Der hier, der wird nur zum Heiler rennen, den kill ich einfach. Und dann, ja, Level Up mit Chino ist jetzt nicht so wichtig. Wir könnten ihn theoretisch sogar immer noch benutzen. Er ist ein Scharfschütze Level 14. Er ist. Deine Werte sind, glaube ich, nicht ganz so gut wie von ihm jetzt momentan, aber es ist trotzdem noch eine solide Einheit. Also nur so zur Info. China ist ganz schön krass. Da muss man auch weniger Arbeit reinstecken, aber wir haben Rolf ja in Path of Rainness trainiert und dann wollte ich den dann auch benutzen. Wie machen wir das? Wollen wir mit ihr hier runter? Kommen da welche gleich? Ja, die sind nett. Ich traue mich nicht. Der da hier ist halt das Problem. Wenn wir den irgendwie wegbekommen könnten, wäre das wunderbar. Zack. Wir könnten natürlich auch... ich weiß nicht. Angriff 31 ist halt auch nicht wenig. Wenn das verdoppelt wird, oder wie funktioniert das? Ich kann halt auch nicht nachschauen. Weil wenn ich zwei Felder näher hingehe, dann... 1, 2 bin ich halt immer noch zu weit entfernt. Ich könnte ihn direkt aus der Entfernung angreifen, um ihn zu töten dann. Könnte ich schon mal näher hingehen und hoffen, dass es so weit passt. Aber ich weiß ja nicht. Wie gut es klingt. Als
Ach, jetzt mach dich nicht lächerlich. Hab ich noch... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da den links den Typen erwische. Aber ich würde den gerne mit Soren killen. Nope. Nope, nope, nope. Schade. Ja, dann... Dann halt nicht. Oh, Adept, easy! Nice. Super nice. Hier gibt es übrigens auch versteckte Items, nicht so krasse. Es gibt hier eine Münze. Ich glaube hier. Oder hier oben. Irgendwo hier. Es gibt ein Olivkraut. Hier. Es gibt noch eine Münze. Ich glaube dann hier. Irgendwie hier so im B-Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man sich auch holen, wenn man will, natürlich. Die Münzen sind mir jetzt nicht so wichtig. Wir haben schon doch so viele. Und das Olivikraut kann ich auch nicht unbedingt gebrauchen. Von dem her lasse ich das jetzt mal so. Das war's, wir machen das mit dem Eisenschwert, dass das kaputt ist. Ich hätte die Windsteile direkt dahinter ausrüsten sollen, aber egal. Dann braucht er da rechts eben etwas länger. So, und ja gut. Easy. Rom macht sich auch ganz gut. Wird eine richtige Maschine. Oh, Level up. Zeig uns, dass du eine Maschine bist, Brom. Stärke. Ja, gut. So viel dazu. Hätte besser sein können, aber hätte auch schlechter sein können. Von dem her, das ist in Ordnung. Ja, okay. Ich glaube, wir haben noch gut Zeit, bevor wir da wirklich uns Sorgen machen sollten, wegen den 10 Runden. Es kommt natürlich noch Verstärkung irgendwann, da muss man aufpassen. Ich will gerne den Magier killen. Au! Zack. Zack, Kollege. Na gut. Oh, jetzt kommt der gleich angeschissen. Interessant. Wir müssen schon fast aufpassen. Vielleicht sollten wir... Oscar... Oh, jetzt kommen noch mehr Leute. Okay. Einige. So, was wollte ich sagen? Wir sollten wegen Alia aufpassen. Aber ich glaube, es sollte auch kein Problem sein, weil wir hier einfach alle killen können und die kommen nicht so weit. Also eigentlich könnten wir sogar Alia einen Kill hier geben. Hier der oder sogar der. Oh, perfekt sogar. Das mache ich. Alia Kill. Wow! Crit. Easy! Zerstörung! Sie kriegt nicht mal so viele XP. Das ist so traurig. Warum? Dann mache ich das ganz einfach. Du kommst hier runter. Vielleicht sammle ich dann doch das Olivikraut auf. Im Notfall kann man es verkaufen. Goldprobleme haben wir ja genug. Oh, easy Elite. Magie, Geschwindigkeit, Verteidigungsresistenz. Super nice. Super nice. Oh, Alter. Alter. Als ob mit Level 13. Ich kann ohne Scheiß. Wir könnten. Es wäre nicht mal schlimm. Wir könnten ihr ein Meistersiegel geben. Und sie wäre allerhöchstens von der Verteidigung und Resistenz. Wir könnten sie mit Bonuserfahrung hochmachen und kriegen auf jeden Fall Glück, Verteidigung und Resistenz. Das wird nice. Das wird nice. Das freut mich. Das freut mich. Das klingt auch nach einem guten Plan. Easy. So, du solltest hier zurück. Du kannst jetzt mal schauen, wie sieht's. Also erstmal, was seid ihr für welche? Okay, okay. Wie wäre das hier? Ich kriege ihn nicht kaputt. Kurzaxt, ich kriege ihn kaputt. Für den Fall der Fälle ist sie hier. Und kann einfach den Kollegen erledigen. Das klingt super. Das klingt gut. Das klingt gut. Wir können den Boss vielleicht sogar damit killen. Das freut mich. Du hast... Noch, na gut. Ja, mach mal. Etat. Ja, einfach so. Zack, der kann ruhig versuchen vorbeizurennen. Eisenschwert kaputt. Traurig, traurig. Ah, okay, dann war mein, wir killen ihn einfach, weil daran auch eine Maschine ist. Mega nice. Und Level up. Stärke bekommen. Freut mich, freut mich.
Stärke noch nicht ganz max, aber ja, Geschwindigkeit ist bei ihm ein bisschen hinterher, das ist traurig, aber sonst nicht schlecht. Wisst ihr, der hat nicht mal Bonuspunkte bekommen und ist halt eine Maschine. Also nicht mehr von Path of Radiance, das ist halt einer der krassesten Einheiten überhaupt. So, und ich glaube, das war's jetzt hier erstmal. Ich weiß nicht, wann ich die losschicken sollte zum Boss. Weil ich will ihn nicht zu früh töten, sonst kriegen wir natürlich weniger XP insgesamt. Aber halt auch nicht zu spät, weil sonst haben wir nicht genug Runden, um den Boss zu besiegen. Und Titan ist zwar krass, aber man kann nie wissen. Ha, easy. Was denkst du dir? Du wirst weggenudelt. Er überlebt sogar, aber nicht lange. Wird sogar mit Rolf dann den Kill machen, glaube ich. So, die gehen jetzt nach rechts. Da, oh, noch mehr XP, wunderbar. Das sind jetzt alles Lanzen. Ich glaube, das ist so eine Sache für ihn. Der könnte jetzt hier mal ein bisschen vor. Aufpassen ist hier. Nee, okay. Dann mach du mal hier Aufräumparty. Ja, gut. Nicht ganz so einfach. Aber machbar. Er kriegt Schaden. Notfalls müssen wir ihn noch heilen. Wacht. Ist auch nicht schlecht. So, dann kannst du mal hier zurück. Einfach da hinten beschützen. Jetzt kann ich dich auch endlich heilen. So. Nein, die Einheiten hier. Wir werden ein bisschen auf die Nerven gehen. Machen wir das Ganze so. Wunderbar. Du bleibst hier bereit für den da. Du gehst wieder hoch. Ja. Oh, yo, da hat es ganz kurz mini gelaggt. Da hatte ich schon fast Angst. So, ich hätte halt gerne noch ein Level-Up mit ihm. Wenn ich kein Level-Up mit ihm hinbekomme, dann ist es einfach jetzt nur XP-Verschwendung. Weil ich die Blüte wieder wegnehmen will. Der kann noch einen angreifen. Ich meine, ja gut. Yo! Alter! Zerstörung! Okay, ja, Racen, geh mal mit da nach unten. Nicht Item, du sollst warten. Ich denke, das passt dann. Ja, das habe ich schon fast erwartet, aber Ike macht das hier. Mit Racen auf jeden Fall. Und ich hätte eine Fernkampfwaffe ausrüsten können, das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee gewesen. Aber dann hätte ich weniger Schaden gemacht. Dann wäre der nicht gestorben. Also vielleicht war es doch eine gute Idee. Ah ja gut, die kommen jetzt alle hier geschissen. Ike hat Etard. Der wird boom draufballern. Au. Komm schon, wir brauchen halt mehr Geschwindigkeit mit ihm. Ich hätte gerne eine Feder. Um wenigstens das zu verbessern. Weil da ist er wirklich hardcore hinterher. Von der Geschwindigkeit. Da hatten wir Pech, glaube ich. Ich glaube, wir hatten mit daran tatsächlich ein bisschen Pech mit Level-Ups. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube es nur. Aber trotzdem ist er so eine Maschine. Ha! Was denkst du denn? Was bist du denn für einer? Weg mit dir. Zack, zack, Kollege. Erledigt. Ich würde mal sagen, ich schicke Titania jetzt gleich los zum Boss dann. Ja, heil ihn ruhig, ist mir egal. Mach ruhig, mir egal, mir egal. So. Ja, gut. Das habe ich erwartet. Hast du denn, ich glaube, hast du den Langschwert dabei? Zack, zack. Ja, es kommen halt mehr. Wir müssen tatsächlich aufpassen, dass wir da niemanden durchlassen, wegen Alja und so. Aber ich muss sie jetzt einfach losschicken. Sie wird eine Menge XP hier futtern. Aber ich meine, ich will den Energietropfen, hallo? Hier einfach rumzustehen bringt auch nichts und wir können halt mit schwächeren Einheiten eh nicht vor. Boom, Level Up. Zeig mal her, Titania. Fähigkeiten und Resistenz, nicht schlecht. Heilmittel wird dir nicht viel bringen. Fähigkeit gemerkt, super. Geschwindigkeit wäre noch schön, aber ja gut. Man kann nicht alles haben. Und, wie machen wir das hier? Kriege ich dich kaputt?
Ja. Dann machen wir das mal. Quatsch. Aha. Da die rechts, die Einheiten machen mir etwas Sorgen. Neben Oscar, aber ich weiß nicht, wie weit er dann kann. Deshalb gehe ich gerade so weit zurück. Ich gehe ja um die Ecke. Dann erledige ich den Bogenschützen und hoffe, dass die nicht, der nicht zu Alja kommt, der rechts. Ich denke mal, das passt soweit. Wunderbar. Wir können ja gleich mal schauen. Sollte aber passen. So, mit dir, weißt du was? Ja, Vorsicht. Du hast nur Stahlklinge. Ja gut, dann ist es eh gar kein Problem. Will ich dich damit killen? Eigentlich schon. Falls ich daneben hau. Du hast ja auch einen Bogen. Ich bin dumm. Egal. So. Dann bleibst du mal hier stehen. Ja gut. Oh, ich muss tatsächlich aufpassen sogar. Nicht, dass sie da zu Eier kommen. Aber ich denke, ich habe schon einen Plan. Und das ist Darahan. Der Plan ist Darahan. Oh, ich doppel ihn. Wunderbar. Ha, easy. Zack, zack, Kollege. Dann haben wir es schon fast geschafft. Was mich ziemlich freut. Sebastian kriegt Zoren. Mit Magier ist es nicht so einfach, XP zu bekommen, wie mit einer fetten Einheit, die einfach vorne steht und tankt. Fast Level up. Ja gut. Wunderbar. Bin ich mit dir voran. Komm, hier links noch Leute, die wurden alle wirklich komplett zerstört. Das ist ja richtig krass. Ja. Wunderbar. Ha. Nichts einfacher als das. Es läuft gerade wirklich super gut. Ich bin echt froh. Ja, ich spiele hier zum allerersten Mal auf Schwierigkeitsgrad normal. Nicht auf leicht, weil ich Noob bin, ja. Aber es läuft einfach gut. Es läuft einfach super. Und wir haben noch nicht wirklich zu große Probleme gehabt. Und das macht mich halt echt... Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Weil, um ehrlich zu sein, bin ich so Noob, der früher immer... Aua! Tatsächlich Probleme mit Schwierigkeitsgrad leicht sogar hatte. Oh man, hat die viel Schaden bekommen. Nicht nochmal. Oh, der hat eine böse Waffe. Der muss weg. Ich glaube, das könnte wirklich brenzlig werden, wenn der Boss jetzt angreift. Weil heilige Scheiße hat er ihr viel Schaden gemacht. Was war das denn? Ja, vernichte ihn. Vielleicht kriegen wir noch ein Level up mit Titania. Dann haben wir bessere Chancen. Na, wird vermutlich nichts. Heilung, nervig, aber hey. Voll geheilt. Hm? Der haut ab. Der geht zu Oscar. Und sollte sterben. Mit seinem Schwert. Ist im Nachteil. Oh, überlebt, aber egal. Easy money für Rolf. Okay. Die da unten, die haben hauptsächlich Lanzen, oder? Weil dann hat Titania wenigstens den Vorteil. Und das ist gut. Sehr gut sogar. Ah, nein. Auch nie. Ich habe Angst. Bitte nicht Titania töten. Das lief so gut. Es lief so unglaublich gut. Oh, Gott sei Dank greift er nicht an. Titania. Nur mal kurz schauen, für den Fall der Fälle, wie es hier aussieht. 15. Du kriegst ihn nicht mal kaputt. Ich glaube, wir können den Energietropfen komplett vergessen. Ich kriege ihn nicht kaputt. Ich muss einen Rückzug machen. Das läuft hier absolut gar nicht sonst. Sie stirbt einfach dran. Sie stirbt einfach dran. Das ist das Traurige. Ich mache hier den Kill. Ach, Titania. Leider nicht stark genug. Schade. Unendlich schade. Dann kannst du hier voran, der Wurmtöter. 30. 18. Hier kommen nicht zu viele hin. Das sollte in Ordnung sein. Weil wir machen einen kleinen Rückzug dann. Zack. Ich hole mir jetzt einfach noch hier irgendwie XP, soweit es geht. Und Level up. Mit Oscar, komm schon. Verteidigung und Resistenz, das kann er tatsächlich sehr gut gebrauchen. Der ist da ein bisschen hinterher. Dafür aber in der Offensive sehr weit voran sogar. Etard. Wow.
Wir haben ja noch einen extra Etat. Wisst ihr was? Ich hole mir den da, bevor der hier sich heilen geht. Das geht ja gar nicht. Was denkst du dir? Zack. Dummkopf. Als ob ich dich wegrennen lasse. Hängt doch an meine XP. So. Ja, der lebt noch. Das ist okay. Den. Dann gehe ich sogar etwas weiter. In der Hoffnung, mit ihm noch genug XP für ein Level abzubekommen, was ich tatsächlich sehr stark bezweifle. Man kann nie wissen. Vielleicht, aber ich glaube es nicht. Wir haben nicht genug Züge dafür. Ja, du bleibst mal hier. Alja geht heilen. Ist hier jemand in der Nähe? Nope. Hier, Titania. Weiß nicht, ob der Boss noch nach oben kommt. Ich glaube nicht. Leider, leider glaube ich das nicht. Der Energietropfen wäre halt echt schön gewesen, aber man kann nicht alles haben. Boah, ihre Level-Ups sind so gut. Ah, okay. Na gut, die können gerade nicht, aber ist egal. Ja, dann würde ich sagen, Zug beenden. Allzu lang wird es nicht mehr dauern. Mit Rolf, wir kriegen das niemals mehr mit Rolf, das Level-Up. Hm, schade. Easy. Zack. Oh, nicht mal gedoppelt, weil es ein Bogenschütze ist. Level up. Komm schon. Geschwindigkeit. Ja gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob er Magie sogar schon gemaxt hat. Von dem her stört es mich nicht so sehr. Wir müssen gleich mal schauen. Zack. Kein Kill, kein Kill. Wie viel Schaden machst du ihm? Ah, ja, es ist okay. Weiß nicht, der eine Typ, der muss auch einen Rittertod bekommen haben, der unten links gespawnt ist. Richtiger Drecksack. Das hat richtig wehgetan, das war so knapp, Mann. Boah, richtiger Herzinfarkt. Okay, ja. Das war ein bisschen schnell, das wollte ich gar nicht. Wäre ja gut. Zack. Dann kannst du den Rest machen. Eieiei, und dann schauen wir mal. Letzter Zug. Will ich zu nah mit ihm hin? Ich meine, 16 Verteidigung ist nicht schlecht. Und er kriegt auf jeden Fall einen Kill. Verloot. Für Stummer will ich tatsächlich nicht benutzen. Ich glaube, er kriegt nicht mal einen Kill, außer er grittet. Was eine gute Chance hat. Aber, man weiß nicht. Man weiß ja nicht. Mach du mal den da kaputt. Treff bitte. Wurmtoter ist gefährlich. So. Ja, machen wir das so. Will ich? Ich könnte natürlich auch einen weiter unten angreifen. Ist das schneller kaputt? Nee. Machen wir das ganz anders. Meisterbogen. Crit ihn. Wo ist der Crit? Als ob du ihn nicht crittest. Als ob er ihn nicht crittet. Das ist krass. Stark unerwartet tatsächlich. Weg mit dir. Dann. Na gut, die haben Bögen. Stell ich mich hier hin. Du gehst hier zurück. Um zu heilen. Traue ich ihm das zu, dass er dann nicht stirbt? Eine Ausweichrate von 74. Sie von 91. Das war nicht schlau. Krieg ich nicht weit genug. Was kann ich machen? Könnte ich irgendwas machen, um zu helfen? Sie kann nichts. Alk nochmal bewegen lassen bringt auch nichts. War das dumm? Und wenn ja, wie? 28, 28, 16. Da ist 12, 24 Schaden. 24, 31, 15 plus, was habe ich gesagt, 24? Wisst ihr was? Ich rechne das ganz kurz tatsächlich aus mit dem Taschenrechner, weil ich gerade so dumm bin.
31 minus 16. 31 minus 16. Das sind die 15 Schaden, ja? Dann ist er noch bei 23 KP. 23 KP, 16, das sind 12. Es reicht nicht ganz. Shit. Wie viel Schaden kriegt sie von... Ich komm nicht so weit. Ich komm nicht so weit. Er kommt so weit, wenn ich mit ihr... Gut, dann gehe ich mit ihr mal... Oh. Hier hin. Na gut, den Taschenrechner weg. Der steht hier noch. Was kann ich hier machen? Also erstmal Wandel. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ich Rolf einfach retten könnte. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Ich kann nicht schauen, wie viel Schaden sie bekommt. Doch, kann ich echt ganz ausrechnen. 9. 31 minus 9 ist 22. Was ist, wenn sie gedoppelt wird dann? Das kann ich nicht eingehen. Sie hat so eine Geschwindigkeit von 24, aber wenn sie jemanden aufhebt, steht es, glaube ich, dran. Ich kann nicht mal. Ich könnte sie aber da hinstellen. Vielleicht wird sie dann angegriffen. Ich meine, sie wird nicht gedoppelt, das ist klar. Und sie wird auch den Angriff überleben. Okay, okay. Das ist mein Plan jetzt erstmal. Hier wird... Achso, hier, zack, zack und so. Könnt auch sie noch dahin stellen, aber ich glaube, das wird nichts. Der hätte sogar. Oh, der hätte richtig viel Damage gemacht, wenn er getroffen hätte. Das ist ja richtig gefährlich hier. So, dann mach du mal. Ach. Ich hätte runtergehen sollen. Na egal. Nee, ich kann gar nicht runter, weil sonst kommen die bei Soren hoch. Egal. Ja, ich habe vielleicht was Dummes gemacht, da wo ich halt gesprochen habe, so von wegen, hey, ja, kein Problem, bla bla bla. Die werden halt Rolf angreifen, weil er sich nicht wehren kann. Oder vielleicht greifen sie Titania an? Schauen wir mal. Also die Bogenschützen könnten Titania angreifen. Zack. Und Rolf kann natürlich, muss natürlich noch nur einem einzigen Angriff ausweichen, glaube ich. Zack. Zack. Easy. Soren Zerstörung. Also ich wollte dann noch die XP mit Rolf. Oh, er greift nicht ihn an. Gott sei Dank. Aua. Und das, obwohl er sich wehrt hier. Gut. Wir sind safe. Wir sind safe, solange ich mich nicht hardcore verrechnet habe mit Illyana. Dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, ob sie überhaupt angegriffen hat, sie hat ja Schatten. Ja, gut. Okay, hat eh nicht getroffen. Da hatte ich noch einen richtigen Schrecken am Ende. Lord Lombroso, stellt den Kampf sofort ein! Ihr seid Levain, nicht wahr, Zelgius Schoßhündchen? Genau, Zelgius hat allen Truppen befohlen, für 3 Tage die Waffen niederzulegen. Wie könnt ihr es wagen, einen solchen Befehl zu missachten? Ja, richtig. Hütet eure spitze Zunge und zieht eure Truppen sofort ins Basislager zurück. Ich ziehe mich vorerst zurück, aber macht euch auf Konsequenzen gefasst. Ihr einfältiger Lager, ich hätte ihn so gern umgebracht. Aber Titania war nicht weit genug. Ha, sie ziehen sich zurück, das war knapp. Uiuiui. Ey, Moment mal, was ist denn hier los? Wir hetzen hier zurück und es ist niemand mehr da, gegen den wir kämpfen können? Oh, das tut mir leid, ihr seid früher zurück, als wir dachten. Wie weit konntet ihr die Gegend aussperren? Wir sind zum feindlichen Hauptquartier geflogen, Schloss Gados. Wie versprochen haben die Truppen aus Benia und Uruk in ihrem Schloss gewartet. Angeblich haben einige Soldaten ihre Befehle missachtet, aber wir können auf Zelgius zählen, dass er den Rest bändigt. Jedoch habe ich noch andere Neuigkeiten. Am Rande des Feindgebiets bin ich über jemanden der eher Unerwarteten gestolpert. Über wen? Den Kommander der Heiligen Garde. General Sigrun? Genau, höchstpersönlich. Sie schien unentschieden, ob sie sich dem Schloss nähern sollte oder nicht. Das war seltsam. Da sie eine Freundin und treue Untergebene der Hohepriesterin ist, habe ich sie gefragt, ob sie etwas weiß, das uns weiterhelfen könnte.
Sie hat nichts verraten, hartes Mädchen. Sie war keinesfalls überrascht, mich zu sehen. Dann sagte sie in wirklich traurigem Tonfall, bitte flieht sofort. Ich frag mich, was sie damit meinte. Das kann kein gutes Zeichen sein. Die ganze Angelegenheit wird jede Minute schlimmer. Oh ja. Darf ich speichern? Oh. Oh, es geht weiter. Interessant. Schloss Gardos in Benion, okay. General Zelius, General Sigrun von der Heiligen Garde wünscht euch zu sprechen. Soll ich sie hereinlassen? General Sigrun, lasst sie herein, sofort. Was kann ich für euch tun, General? Ihr seht nicht wohl aus. Soll ich euch etwas bringen lassen? Wasser vielleicht? General Zelius, ich muss euch einen Befehl vom Senat überbringen. Die Waffenruhe wurde aufgehoben. Ihr habt den Befehl, die Allianz der Lagut sowie ihre Verbündeten zu zerstören. Was? Der Feind hat bereits den Kampfeswillen verloren. Die Hohepriesterin und Lord Zephiran würden einem solch furchtbaren Plan niemals zustimmen. General Sigrun? Zephiran, Herzog Basis, wurde der Titel des Premierministers und Vorsitzenden des Senats aberkannt. Er befindet sich derzeit in Haft und wird wegen Hochverrats und Volksverhetzung angeklagt. Nein, unmöglich, das ist Wahnsinn. Das ist noch nicht alles, die Hohepriesterin hat sich zurückgezogen, Krankheit ist die offizielle Begründung. Verdammt, sie wurde verschleppt. Ich habe meine Untergebenen befohlen, herauszufinden, wo die Hohepriesterin ist, aber ich warte noch auf Nachricht von ihnen. General Zelgius, ich flehe euch an, befolgt die Anweisung des Senats, das Leben unserer Freunde steht auf dem Spiel. Verflucht seien die Senatoren. Oh shit, okay, jetzt geht's mal richtig los. Jetzt geht's richtig los, Leute. Burg da ein, oh scho. Lang nicht gesehen. Ihr habt mich gerufen, Euer Majestät. Schön, euch zu sehen, Mikaya. Ihr bleibt da eins, Göttin des Sieges. Aber ich sehe euch hier gar nicht mehr. Seid ihr in der Stadt beschäftigt? Euer Majestät, mein Zimmer im Schloss ist viel zu herrschaftlich für mich. Ich bin lieber in der Stadt und helfe beim Wiederaufbau. Das ist eine gute Arbeit und ich bin glücklich, den Menschen helfen zu können. Wie reizend, noch immer davon besessen, die Anerkennung der Bauern zu erhalten. Ist euch das immer noch so wichtig, Kindchen? Mutter, bitte hör auf, Mikaya ist eine geschätzte Freundin. Sie ist die einzige Person, die ein gutes Wort für mich übrig hat, jetzt da Isuka und der Schwarze Ritter dahin verlassen haben. Was? Alles klar. Die haben auch verlassen, krass. Sie sind auf mysteriöse Weise am Tag meiner Gründung verschwunden. Werden sie wohl je wiederkommen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie von denjenigen verschleppt wurden, die dir Böses wollen, mein geliebter Sohn. Alter, diese Almeda geht mir so auf die Nerven. Diese Verräter wollen das Land in Chaos stürzen, indem sie da eins Anführer gefangen halten. Aber deine Mutter wird immer auf dich Acht geben, Pelias. Ich werde dich nicht verlassen. Niemals brauchst du ein nettes Wort oder einen Rat. Komm zu mir und niemandem sonst. Ich verstehe, Mutter. Das königliche Blut deins fließt in deinen Adern. Hab keine Angst vor deinem Erbe. Herrsche über dein Volk wie ein König. Welche Art von Anerkennung dieses Mädchen von den Bauern auch erhalten mag, es ist nicht weiter von Belang. Sie ist deine ergebene Untertanen, also teil ihr deine Befehle. Mikaya, da eins Tochter des Lichts, euer König benötigt ein weiteres Mal eure Hilfe. Mobilisiert sofort deins königliche Armee. Noch ein Krieg gegen wen? Wir kommen der Bitte des Imperiums nach, bei der Ausrottung der barbarischen Allianz der Laguts zu helfen. Eure Ziele sind die Halbmenschen aus Gallia. Ha. Krasser Shit. Überraschende Sache hier. Aber das war's jetzt auch mit diesem Kapitel. Ich will jetzt auch die Folge beenden. Und das nächste Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Mit da ein. Oh ja. Oh ja. Jedenfalls war's das jetzt hiermit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.